Oh, einen wunderschönen guten Abend zur 13. Sendung von Fernfahrer Live. Mein Name ist Jan Bergrath. Ich bin Christina Petters, hallo. Erstmal noch vielen Dank an den ETM Verlag, dass Sie das möglich gemacht haben. Ups. Und an Mercedes-Benz Trucks für das freundliche Sponsoring. Heute haben wir den Bernd Krekeler zu Gast. Der ist Abteilungsleiter für Straßenkontrollen beim BAG in der Zentrale Köln, sitzt aber im Homeoffice in Münster, weil alle im Homeoffice sind. Wir wollen heute einfach mal gucken, was bedeutet es im Moment aktiv in der Corona-Krise? Wie laufen Kontrollen ab? Welche Kontrollen werden gemacht? Was bedeuten die Lenkzeitverlängerungen? Was bedeutet das Verbringen der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit in der Praxis? Und wir haben wunderbare Gäste, wie gesagt, Herr Bernd Krekeler. Dann haben wir den Olaf Piel, der ist Lkw-Fahrer bei der Spedition Hür in Münster. Hallo Olaf. Hallo. Dann haben wir den Andreas Dassinger, der ist Fahrer bei der Spedition Maintaler in der Nähe von Hanau. Wir haben den Jürgen Franz, der ist Fahrer, den kenne ich schon sehr, sehr lange, bei Sandmann ist das, ne? Nee, ich bin bei der Konkurrenz von Maintaler, ich bin bei Bestlock. Ach so, ich dachte, da habe ich das falsch verstanden. Und dann haben wir noch den Herrn... Entschuldigung. Dann haben wir noch den Markus Grenzer, der ist Geschäftsführer von der Spedition Maintaler, weil Hallo. Wir uns gedacht haben, dass wir heute auch mal zu diesem Thema, was im Moment die Unternehmen und die Fahrer gleichmäßig auf die Palme bringt oder besorgt, auch einen Unternehmer dabei. Herr Krekeler, Sie sind seit 30 Jahren beim BAG. Ja. Seit wann jetzt in Ihrer Position? Seit knapp 3 Jahren. Seit knapp 3 Jahren. Und im Moment sind Sie im Homeoffice. Die Kontrolleure sind aber nicht im Homeoffice da draußen. Die kontrollieren fleißig weiter. Mit ganz wenigen Ausnahmen, ja. Natürlich, wir haben auch unsere Risikogruppen und von daher. Aber es ist im Straßenkontrolldienst minimal. Wie viele Leute haben Sie jetzt im Moment grundsätzlich für den Straßenkontrolldienst im Einsatz? Also ja, wir haben knapp 200 bundesweit im Einsatz, sind im Moment aber in einem Einstellungsverfahren bundesweit, sodass wir uns um circa ein Drittel nochmal vergrößern werden. Das Verfahren soll dieses Jahr abgeschlossen werden, sodass dann im Frühjahr nächsten Jahres die letzten 9 Kollegen erwartet werden. Wir haben ja auch Kündigungsfristen und. Mhm. Von daher hat man da insgesamt natürlich auch braucht man eine gewisse Zeit, bis sie dann auch nachdem das Ganze abgearbeitet ist, auch da sind. Von daher zieht sich das dann natürlich noch etwas hin. Das ist also so, wie wir personell aufgestellt sind. 200 beziehungsweise sein werden. Im Moment knapp 200, das hört sich wenig an. Ja. Man muss aber dabei im Vergleich zur Polizei sehen, unsere Leute kontrollieren ausschließlich. Also wenn irgendwo ein Risikofußballspiel ist oder ein Gipfel oder ähnliches, dann kontrollieren die weiter. Und bei der Polizei ist das eben häufig anders. Da müssen die eben auch zu anderen Dingen raus und Kontrollen stellen, dann zurück. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass wir oder auf der Straße wird eben, ja, normalerweise sagt man eben eine Anzeige gefertigt und alles andere wird dann eben danach bearbeitet. Natürlich kann sich das auf der Straße auch hinziehen. Wir haben ja gerade bei Fahrern und Unternehmen aus dem Ausland, von denen nehmen wir eine Sicherheitsleistung, wenn wir eine Anzeige schreiben, in Höhe der zu erwartenden Geldbuße. Und das mit dem Zahlen kann dann auch schon mal etwas länger dauern. Gut. Wenn jemand von euch Fragen hat, immer gerne jederzeit eine Frage stellen.
wir tasten uns mal an die Thematik heran. Mit der Corona-Krise wurden ja zuerst mal teilweise in einzelnen Bundesländern die Sonntagsfahrverbote gelockert. Was heißt das konkret? Weil das heißt immer, das gilt nur für bestimmte Güter. Das ist so das Kleingedruckte in dieser Anordnung. Sind jetzt alle Bundesländer davon befreit oder sind es nur wenige? Und was bedeutet das für Sie als Kontrolldienst? Also mittlerweile sind eigentlich alle Bundesländer dabei, mit unterschiedlichen Laufzeiten und unterschiedlichem Inhalt. Also bei den meisten geht es eben um die Waren des täglichen Bedarfs, sogenannte Trockensortiment, Mineralöl ist zum Teil ausgenommen. Also wir haben ja auf unserer Homepage versucht, da eine Übersicht zu geben. Wer sich die mal anguckt, wird dann sehen, Übersicht heißt das, aber übersichtlich ist es nicht. Das ist natürlich dann auch in der Praxis nicht immer einfach zu sagen. Also das Feld ist gerade ausgenommen oder auch nicht ausgenommen. Aber sind Sie denn dann auch am Sonntag unterwegs, um das zu kontrollieren? Wir sind prinzipiell am Sonntag unterwegs, aber aufgrund des Verkehrsaufkommens, was wir normalerweise haben und auch jetzt hier in der Corona-Krise, man kann es sowas ja immer schön am Mautaufkommen ablesen, das ist um 10% gestiegen an Sonntagen. Aber damit hat man immer noch nicht eine Riesenmenge. Und von daher sehen wir unseren Schwerpunkt jetzt nicht darin, sonntags unterwegs zu sein, sondern eben dann, wann auch der Verkehr unterwegs ist. Dazu gleich eine Frage. Wenn Sie doch sonntags nicht kontrollieren, wie wollen Sie denn dann die Wochenendruhezeit kontrollieren? Jürgen, jetzt nimm mir meine Frage nicht vor. Aber ich beantworte sie trotzdem, oder? Ich habe das didaktisch aufgebaut. Langsam rantasten, ja. Das, also zum einen machen wir das zum Teil schwerpunktmäßig an Sonntagnachmittagen bzw. Abenden. Wir werden jetzt zum Beispiel am Pfingstmontag werden wir auch Kontrollen durchführen. Aber man kann gerade auch die Wochenruhezeit gut montags in den frühen Morgenstunden kontrollieren, weil man Pfingsten ist halt ein Sonderfall mit den beiden Tagen hintereinander, Pfingstsonntag und Pfingstmontag mit Fahrverbot. Aber gerade an den normalen Wochenenden hatten wir festgestellt, dass eben häufig diese 45 Stunden erst sehr spät um sind. Und so wie die Vorschriften in Deutschland formuliert sind, können wir das erst beanstanden, wenn auch tatsächlich eine reguläre Wochenruhezeit eingelegt worden ist. Das vorhin fiel schon mal im Vorgespräch, war gar nicht hier, das Beispiel Belgien. Da ist die Rechtslage anders. Da kommt es darauf an, was der Fahrer für eine Wochenruhezeit einlegen müsste. Das heißt, auch wenn der 12 Stunden erst steht, kann schon eingeschritten werden. Genau, das ist nämlich der große Unterschied, was immer sehr, sehr schwer zu erklären ist, auch teilweise schwer zu verstehen ist. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass das nicht immer leicht zu verstehen ist. Ja, weil wir hatten ja schon sehr früh darüber diskutiert, dass die Belgier auch im Strafrecht kontrollieren und sie ja im Ordnungs- oder wir in Deutschland im Ordnungswidrigkeitenrecht unterwegs sind, was die Ahndungen angeht. Und jener berühmte Kollege aus Belgien, der uns immer auch sehr erheitert mit seinen Meldungen, der hat halt gegenüber dem BAG schon einen gewissen Vorteil, was seine Möglichkeit angeht. Nicht nur dem BAG gegenüber, sondern auch gegenüber der Polizei, die letztendlich auch nicht das nur als Ordnungswidrigkeiten aufgreifen kann. Und die Polizei in Belgien hat da eben die Möglichkeit, vor Ort letztendlich eine Strafe
auszusprechen. Und wenn das der Fahrer bzw. sein Chef akzeptiert, dann ist die Sache damit auch abgeschlossen und es kommt gar nicht mehr zu einem Gerichtsverfahren. Die Möglichkeit haben wir einfach nicht. Dann komme ich doch jetzt direkt mal, der Jürgen hat es jetzt so eingeleitet, zu der Sonderkontrolle am Montag, die ja stattgefunden hat. Das BMVI hatte, also das Bundesverkehrsministerium hatte so den, oder mein Eindruck war, dass die einfach aufgrund des Drucks, den die Verbände aufgebaut haben, auch aufgrund der unglücklichen Entscheidung von Andreas Scheuer, die Kabotage erst zu lockern und dann wieder zurückzunehmen, diese Lockerung, das Bedürfnis, sie zu beauftragen, als Oberbehörde mal zu gucken, wie sieht es denn wirklich draußen aus. Und dann waren sie an drei Standorten, das ist richtig? Ja. Mannheim und München. So, und jetzt, ich war ja in Duisburg mit dabei bei der Kontrolle und der Logport Duisburg ist ja dafür bekannt, dass da am Wochenende mindestens 120 Zugmaschinen jedes Wochenende stehen. Darüber habe ich auch schon berichtet. Am Montag wurde kontrolliert und im offiziellen Ergebnis dieser Kontrolle steht bei Verstößen Verbringung der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit null. Wie kann das sein? Also ich war vor Ort jetzt nicht mit dabei. Das kann ich nur insofern konkret nicht sagen, warum es gerade da so war. Wir haben aber insgesamt jetzt auch bei den anderen Kontrollen, die ja auch früher begonnen hatten, wir haben also in Mannheim und München um 5 Uhr begonnen. Da hatten wir insgesamt 4 Verstöße. Ich kann es natürlich, das muss man jetzt auch noch sagen, auch uns schränkt die Corona-Pandemie ein. Wir betreten im Moment keine Fahrerkabinen aus Gründen des Infektionsschutzes und die Fahrer kommen auch eben nicht in unsere Bürofahrzeuge, nicht in die Bürofahrzeuge hinein. Das schränkt uns bei der Kontrolle natürlich auch teilweise ein, aber da ist einfach auch der Gesundheitsschutz unserer Fahrer, unserer Kontrolleure eben auch sehr wichtig. Das ist auch der Grund, wir haben auch im, ja, so ab Mitte März dann bis jetzt auf Schwerpunktkontrollen verzichtet, weil sich dann eben auch unsere Kontrolleure, ja, das nicht auszuschließen ist, dass sie sich näher kommen, also insgesamt eben auch unter diesem Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes. Und insofern war jetzt die Kontrolle am Montag auch für uns so ein Testlauf, zu gucken, wie können wir Abläufe bei einer Kontrolle so steuern, dass wir nicht irgendwann uns die Leute fehlen, weil sie sich eben infiziert haben. Das wäre natürlich Herr Grenzer. Genau, ich habe eine Frage, wie das gehandhabt wird, wenn jetzt ein Fahrer kontrolliert wird. Und es steht jetzt meinetwegen erst seit 40 Stunden und er hätte die Möglichkeit zu verkürzen, wie das dann überprüft werden kann, ob er jetzt wirklich länger als 45 Stunden gestanden hätte oder ob er dann einfach weiterfährt auf dem nächsten Parkplatz, somit seine Wochenruhezeit verkürzt hat und dann ja alles in Ordnung ist. Also wenn er das so macht, können wir ihn daran ja letztendlich nicht hindern. Vor allen Dingen ist es ja auch kein Verstoß, wenn er gar keine reguläre Wochenruhezeit einlegen müsste. Ich meine, es gibt ja auch Fahrer, die jede oder fast jedes Wochenende 45 Stunden oder mehr Ruhezeit haben. Da ist das immer eine reguläre Wochenruhezeit. Und wenn er jetzt sieht, halt die kontrollieren, da fahre ich doch schnell mal weiter, ja, dann liegt auch kein Verstoß vor. Wenn er aber würde er jetzt eine reguläre Wochenruhezeit eingelegt haben müssen und er fährt weiter, dann können wir das aufgreifen und als Verkürzung der regulären Wochenruhezeit ahnden. Das ist klar, aber wenn der jetzt eigentlich vorhatte, bis Montagmorgens um 6 Uhr zu stehen, die kontrollieren den um 18 Uhr und dann fährt er weiter und dann ist er sauber raus und... Ja,
Ja, dann bleibt noch das Sonntagsfahrverbot, je nachdem. Aber ansonsten ist er da raus, weil der Versuch einer Ordnungswidrigkeit ist bei uns im Regelfall nicht ahndbar. Und dann wäre es nur ein Versuch gewesen. Ja, das sind so ein bisschen die stumpfen Schwerter, die das BAG hat, jetzt nochmal im Vergleich zu den Kollegen. Aber warum ist es nicht? Naja, aber auch in Belgien wäre es nicht anders. Ja? Weil er ja immer noch in dem Bereich ist, dass er braucht keine, das war ja das Beispiel, er braucht keine reguläre Wochenruhezeit einlegen. Und wenn er die nach 40 Stunden beendet, auch wenn er es vielleicht erst anders vorhatte, kann ich mir nicht vorstellen, dass das in Belgien geahndet werden könnte. Nein, aber was in Belgien passiert ist, da werden ja insbesondere die Fahrer rausgesucht, die teilweise 4, 5, 6 Wochen am Stück unterwegs ist. Und dann wird die Fahrerkarte ausgelesen und dann wird das auch geahndet. Ob das letzten Endes nach belgischem Recht so möglich ist, das müssen die Belgier entscheiden. Aber ich war ja schon mehrfach bei anderen Kontrollen dabei, dass dieses Prinzip verfolgt das BAG so nicht, oder? Nee, das ist nicht ganz richtig. Also wenn wir, wir haben ja auch, wir haben das mal dann auch festgehalten, wann wir diese Verstöße feststellen. Die stellen wir auch mitten in der Woche fest. Natürlich kann auch jemand mitten in der Woche eine reguläre Wochenruhezeit einlegen, aber das ist ja die absolute Ausnahme. Und ja, es kommt vor, aber es ist eher die Ausnahme. Und das haben wir durchaus eben auch aufgegriffen. Das hängt aber letztendlich dann immer vom Fahrer ab, wie er sich dazu äußert. Wenn er uns sagt, das war meine reguläre Wochenruhezeit, die ich auf der Raststätte so und so verbracht habe, dann können wir das ahnen. Was wir nicht können und beziehungsweise auch nicht dürfen, ist ein Nachweis zu verlangen, wo er diese Wochenruhezeit verbracht hat. Wenn er da nicht von selbst mit rausrückt, sind uns da die Hände gebunden. Das ist zum einen, weil da wiederum das deutsche Recht nicht so optimal ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Zum zweiten aber gibt es ja auch noch, wir haben da ja auch schon mal drüber diskutiert, gibt es dazu ja auch eine Äußerung der Kommission, die gesagt hat, das ist auch gar nicht zulässig, dass man danach fragt. Also die würden dann sagen, da wäre das deutsche Recht, wenn es das vorsähe, eben auch nicht EU-konform. Ich sehe das zwar persönlich anders, aber wie gesagt, wir stehen auch nicht vor der Entscheidung, weil das deutsche Recht gibt uns nicht das Instrument in die Hand, Nachweise zu verlangen. Okay. Andreas, du hattest eine Frage? Ja, und genau das betrifft diese länderspezifischen Gesetze. Es wird jetzt hier zum Beispiel deutsches Recht angewandt, in Frankreich französisches Recht, belgisches Recht und so weiter. Aber die Verordnungen, die werden ja eigentlich alle von der EU-Kommission vorgegeben. Warum gibt es da kein einheitliches EU-Recht, was man anwenden kann? Ja, soll ich antworten? Ja, ja. Ja. Okay. Da haben die in Brüssel, glaube ich, als sie diese Formulierung reingebracht haben über die reguläre Wochenruhezeit, was Gutes gewollt. Zumindest haben sie das immer gesagt. Die reguläre Wochenruhezeit sollte eben dazu dienen, dass der Fahrer alle 14 Tage mal nach Hause kommt oder wo immer er gerne sein will. Das hat man sich dabei gedacht, aber nicht da reingeschrieben, ausdrücklich. Und so steht da eben nur drin, dass die verkürzte Wochenruhezeit im Fahrzeug verbracht werden kann. Mehr steht leider in der EU-Vorschrift nicht drin. Deshalb ist man ja jetzt auch bei dem Mobility Package dabei. Entschuldigung. Ist man ja dabei, das zu korrigieren und das auch Europa einheitlich zu präzisieren. Und dass es jetzt unterschiedliche Regelungen in Belgien, in Frankreich, in Niederlanden und sonst wo gibt, hängt eben damit zusammen, dass es zwar mittlerweile auch geklärt ist durch den EuGH, die reguläre Wochenruhezeit darf nicht im Lkw verbracht werden, aber mehr kann man aus dem europäischen Recht nicht entnehmen. Ich habe also früher immer polemisiert, dann, ja gut, dann nehmen wir das daraus. Dann nimmt der Fahrer ein Zelt und legt sich neben das Auto oder er nimmt einen Schlafsack und legt sich unter das Auto.
dann übernachtet er auch nicht im LKW. Also da ist einfach bei der europäischen Vorschrift, glaube ich, was übersehen worden. Gut. Das hat aber dieses Übersehen dazu geführt, dass wir hier schon so einen gewissen Wildwuchs haben an osteuropäischen Frachtführern. Jetzt kommt eine Frage rein zur Kontrolle am Montag. Genau, ich habe eigentlich zwei Fragen, aber erstmal diese noch. Thema Kontrolle am letzten Montag, warum wird dort kontrolliert? Dort geht es doch zumeist um Kombiverkehr, der ja von der Kaputage befreit ist. Auch diese Frage kurz erklären, die wollte ich eigentlich auch stellen, aber wir sind ja in einer Live-Sendung. Das BAG hat ja die Sonderkontrolle gemacht, um eben auch festzustellen, wo Kabotage passiert, wie viele Kabotageverstöße es gibt. Und man wundert sich, ich auch, dass man jetzt ausgerechnet dort kontrolliert hat, wo halt sehr viel Vor- und Nachlauf im kombinierten Verkehr ist, was ja gar keine Kabotage ist. Das ist so die große Verwunderung, die nach Erkenntnis dieser Zahlen so entstanden ist. Herr Krekeler. Gut, die Kontroll, oder sagen wir so, das Ministerium hatte vorgegeben, an Güter, an GVZs zu kontrollieren und hatte auch vorgegeben, in welchen Bundesländern, und von unseren Sachbereichen ist dann eben entschieden worden, wo wir gut hingehen können. Man muss ja verschiedene Faktoren dabei in Betracht ziehen. Ich erwähnte gerade, wie viele Kontrolleure wir haben. Da kann man sich ja vorstellen, dass die ja relativ weit gestreut sind. Das heißt, ich muss es für solche Kontrollen immer die von mehreren Standorten zusammenziehen. Und da lag Mannheim zum Beispiel eben sehr günstig. Die Gegebenheiten, ich brauche ja auch einen entsprechenden Platz, in so einem Bereich, wo ich also die Kontrollkräfte mit ihren Fahrzeugen unterbringe. Und all diese Punkte, nämlich Kontrolleure mit einer Anfahrt von nicht mehr als 2 Stunden nach Möglichkeit, dann einen vernünftigen Kontrollort, wo ich alle unterbringen kann, hat dann zu der Auswahl vor Ort geführt. Hierzu haben wir eine Frage noch von Herrn Schwertfeger. Herr Krekeler, wie groß ist denn der Personalmangel beim BAG und wie sind die Gedanken zur Lösung des Problems? Also Sie hatten ja vorhin gesagt, es ist im Lauf, ein Drittel, aber wie groß ist tatsächlich der Bedarf? Das ist ja eine interessante Frage. Das ist in der Tat eine interessante Frage. Den Bedarf kann man auf unterschiedliche Art und Weise feststellen, festlegen. Wir haben einmal Anforderungen sozusagen von außen. Die EU macht ja gewisse Vorgaben, zum Beispiel für die Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten. Dann gibt es Vorgaben im Bereich der technischen Unterwegskontrollen. Das wäre das eine. Dann ist es letztendlich auch eine politische Entscheidung, wie viel Kontrollen will man, wie viel wollen wir uns sozusagen, letztendlich entscheidet ja der Bundestag, wie viele Stellen das BAG bekommt, und das ist ja ein Stück weit entscheidend auch dafür, wie viele Kontrollen wir durchführen können, also Entscheidung, die natürlich sachlich begründet sein sollte und nicht willkürlich sein sollte, aber es ändert nichts daran, dass es letztendlich eine Festlegung ist. Und von daher ist das jetzt schwer zu sagen, wie viel Kontrollen muss man durchführen. Wenn man jetzt diese Anforderungen von außen nimmt, im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten, da gibt es ja dann auch nicht nur das BAG, das diese Anforderungen erfüllt, sondern dazu kommen die Kontrollen durch die Länderbehörden. Das sind hier die Ämter für Arbeitsschutz oder Gewerbeaufsicht, das ist unterschiedlich, wie die in den Bundesländern heißen, plus Polizei, plus BAG. Und das ergibt insgesamt dann eine Kontrollmenge, die das, was die EU uns vorgibt, in den letzten Jahren auch immer überstiegen hat. Da gibt es eine bestimmte Prozentzahl, wie hoch ist die?
ich habe die ehrlich gesagt jetzt gerade nicht im Kopf, ich habe immer ein schlechtes Zahlenverhältnis. Das ist aufgesplittet nach Fahrertagen, die auf der Straße zu kontrollieren sind und Fahrertagen, die im Betrieb zu kontrollieren sind. Okay. Das setzt sich eben dann auch an jeden Mitgliedstaat. Ich glaube, es sind irgendwie 5% auf der Straße. 5% oder sowas. Ja. Aber. Genau. Jürgen und Andreas? Ja, ich habe jetzt nur die Zahl im Kopf, dass am Montag 110 Fahrzeuge kontrolliert wurden, oder? Gesamt. Ja, so ungefähr. Pi mal Daumen. Haben Sie da eine Länderaufschlüsselung? Ja, habe ich. Warten Sie mal. Also, man kann, war etwas mehr als die Hälfte, war im Ausland zugelassen. Ich muss mich erst eben in meinem Dienstrechner. Kannst du aber sagen, Pressemeldung. Da brauchen Sie, die Frage ist eigentlich schon beantwortet. Wenn mehr als die Hälfte im Ausland zugelassen wurden, heißt das ja, dass die andere Hälfte in Deutschland zugelassen wurde. In der Tat. Naja, jetzt frage ich mich, warum man Kabotage mit deutschen Fahrzeugen kontrolliert. Also erstens ging es ja nicht nur um Kabotage, sondern auch um eben die Wochenruhezeit und seitens des... Ja, aber die ist doch sowieso aufgehoben jetzt mit den neuen Verordnungen. Nein. Ja, oder sagen wir mal so, sie ist... anders gestaltet, ja. Ja. Und es gibt gleichwohl dann ja noch, also wenn es zum Beispiel dann stimmt, dass Fahrer 6 Wochen hier sind, dann spielt es letztendlich keine Rolle, ob die 2 verkürzte Wochenruhezeiten hintereinander machen dürfen, weil das ist ja Bestandteil dieser Ausnahme, sie dann nach der 3. Woche, ich sage jetzt einfach mal, heimkehren müssen. Ja, also von daher macht es durchaus da noch Sinn, in dem Bereich zu kontrollieren. Dann zum Zweiten waren wir ja nicht als Einziger an der Kontrolle beteiligt, sondern eben auch der Zoll und in geringem Maße die Polizei. Und es ging eben auch dann um Mindestlohngesetz. Und da ja in vielen deutschen Unternehmen ja auch Fahrer aus anderen oder aus dem Ausland eingesetzt sind, hatte der Zoll zum Beispiel gerade auch da einen Blick drauf. Und im Übrigen, aber nochmal, ich würde einfach mal, weil es so verblüffend ist, diese Kontrolle sollte ja auch das deutsche Gewerbe und die deutschen Fahrer ein bisschen beruhigen. Oder man wollte reale Zahlen haben. Aber die realen Zahlen sehen so aus, nach diesen 104 kontrollierten Fahrzeugen, Verbringung der wöchentlichen Ruhezeit, Verstoß 0, Güterkraftverkehrsrecht, Verstoß 1, Kabotage 0, Milog 0. Also nach dieser Kontrolle ist alles sauber in Deutschland. Und das ist Ein Augenblick, in der Pressemitteilung steht ja auch beim Mindestlohn, der Zoll arbeitet da anders, der greift die Sachverhalte sozusagen auf und nimmt sie dann zur Auswertung mit, um dann auch noch weitere Ermittlungsschritte zu übernehmen. Genau. Insofern ist das vom Zoll her der Befund überhaupt noch nicht so, dass man sagen kann, es ist alles in Ordnung. Das kann man nicht hier reinschreiben in so eine Tabelle. Aber im Text ist das auch aufgeführt. Also der Andreas, er fährt ja auch nach Spanien. Und ich glaube, der hört gerade spanische und französische Kontrollbeamte leise lachen. Weil wenn ich zum Beispiel in Frankreich keinen Arbeitsvertrag dabei habe und ich habe ihn nicht dabei, dann bin ich aber in einem hohen vierstelligen Bereich. Aber in einem wirklich hohen vierstelligen Bereich, den wir die dann vor Ort abknüpfen. Da fahre ich keinen Meter. Nicht. Der Arbeitsvertrag kommt und das Geld kommt. Sonst bewegt sich der LKW nicht mehr. Und von wem ist das Geld? Ja, das Geld kommt dann vom Unternehmer. Der, in Deutschland? Nein, ja. Wenn ich als deutscher Unternehmer in Frankreich oder als deutscher LKW... Ich weiß, wir haben da so eine deutsche Eigenart. In Deutschland kommt das Geld erstmal vom Fahrer. Ja. Ja, das ist bei uns. Ja, das ist bei uns in Frankreich. Das macht mich auch nicht glücklich. Aber das ist auch immer, wenn das verglichen wird,
wie in Spanien oder insbesondere auch Frankreich gehandelt wird, gilt aber auch für Benelux-Staaten und für Polen zum Beispiel. Da wird immer erstmal davon ausgegangen, wenn es einen Verstoß im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten gibt, aber auch bezüglich des Beschäftigungsverhältnisses, dann ist dafür der Unternehmer verantwortlich. Herr Krieger, der muss sich entlasten, wenn er davon runterkommen will. Und wenn er das nicht kann, bleibt er dabei. In Deutschland ist es so, wir müssen nachweisen, dass der Unternehmer was falsch gemacht hat. Und das widerspreche ich Ihnen ja gar nicht. Das ist ja auch alles richtig. Nur, ich sag mal so, ich zahle das in Frankreich auf. Wir haben eine Unternehmerkarte dabei, alles kein Thema. Aber da braucht es keine Polizei, da braucht es keine oder kein Zoll. Da fragt mich die Polizei nach dem Arbeitsvertrag, habe ich den nicht dabei? Klatsch, Kohle. Oder stehen bleiben. Ganz einfach. Da, weil Sie gesagt haben, der Zoll macht die Kontrolle und führt dann die Ermittlung. Wie lange soll denn das gehen? Bis dahin hat er ja schon wieder 6-mal. Jürgen, ja gut, dass du das ansprichst. Ich habe auch, danach kommen die anderen wieder dran, aber es war auch bei dieser Kontrolle in Duisburg, ich habe es ja auch veröffentlicht, ein ukrainischer Fahrer der polnischen Niederlassung eines großen deutschen Transportunternehmens dabei und der Zoll hat sich das angeguckt. Die konnten nicht mit dem Mann sprechen. Ich durfte auch nicht mit denen sprechen. Ich durfte mit überhaupt niemandem sprechen. Das war erweiterte Kontaktsperre mit allen Kontrolleuren. Dann hat mir dieser Fahrer gesagt, er verdient 1300 Euro. Mehr bekommt er nicht. Das entspricht nicht dem, was dieses Unternehmen gerne nach außen hin erzählt. Der hatte auch den Arbeitsvertrag nicht dabei. So, jetzt wird der Zoll in Duisburg irgendwann diesen Arbeitsvertrag bekommen und mit 100%iger Sicherheit steht da etwas drin, was möglicherweise der Aussage des Fahrers widerspricht. So, und dann ist, für wen wird sich dann der Zoll entscheiden? Wahrscheinlich für das Papier. Der Fahrer. Deshalb muss man auch in Frankreich Kontoauszüge mitnehmen. Okay. Richtig. Dass das Geld wirklich geflossen ist, ja. Ja. Okay. Das Papier ist ja geduldig. Also von daher, ja, Arbeitsvertrag und Kontoauszug, dass das Geld wirklich beim Fahrer eingegangen ist. Ja gut, bei mir, ich habe es Online-Banking, ich kann es ihm zeigen. Auf dem Handy, ne? Da muss ich jetzt nicht die Papierform mitnehmen. Aber so handhaben die das. Da gibt es dann ganz einfach kein Entrinnen. Ja, aber Jürgen, da waren noch zwei andere Kollegen da. Die wollen wir. Der Olaf hat sich schon die ganze Zeit gemeldet. Ja, das ist das Problem. Aber das heißt Problem. Meine Frage wäre jetzt eigentlich mal, warum in Deutschland nicht so gearbeitet wird wie in Frankreich, Spanien und wo überall das auch. Wenn man da seine Papiere nicht bei hat, muss man sofort löhnen. Und ich sage mal, in Deutschland kann jeder fahren, wie er will und er hat im Prinzip Narrenfreiheit. Also für die ganzen Ostblöcke ist Deutschland doch für mich ein Schlaraffenland, weil die können doch hier letztendlich tun und machen, was sie wollen, ohne dass sie irgendwie bestraft werden. So, und wenn sie mal bestraft werden, haben sie kein Geld dabei und weiß nicht, wie das Verfahren weitergeht, bis das Geld mal in Deutschland ist. Aber dann wird er damit sicher irgendwann mal fallen gelassen, weil der ganze Verwaltungsaufwand bestimmt wieder zu groß ist und sich das auf Dauer legt. Auf Dauer nicht rechnen kann. Also vielleicht darf ich das... Kurze Anmerkung, wir einigen uns auf osteuropäische Frachtführer oder Marktteilnehmer. Den Ostblock gibt es nicht mehr. Schon seit 30 Jahren. Okay. Einfach nochmal zur Sache. Also, das sehen die Chinesen anders. Aber. Ich erwähnte vorhin, dass Kontrollen schon mal länger dauern können, weil wir zum Beispiel eine Sicherheitsleistung kontrollieren, einbehalten. Anderswo wird das Kaution genannt. Das heißt, unser Kontrolleur rechnet aus, was muss der normalerweise dafür zahlen, entweder der Unternehmer und oder der Fahrer. Und es ist so, dazu haben wir die Befugnis und die wenden wir auch an. Er darf nicht weiterfahren, bis er gezahlt hat. Das ist also ein völlig geläufiges Verfahren bei uns. Wenn er Papiere nicht dabei hat, kommt es halt darauf an, was er für Papiere nicht dabei hat. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir feststellen, das ist eine Kabotagebeförderung und er hat nichts über die Beförderung, die er davor durchgeführt hat, dabei. Damit wir also überprüfen können,
ob es eine zulässige Kabotage ist, dann bleibt er stehen. Es ist das allein schon genauso ein Verstoß, als wenn er überhaupt nicht fahren dürfte. Das wird auch in der Höhe geahndet. Und weiterfahren darf der auch erst, wenn die Papiere da sind. Also ganz so paradiesisch ist es bei uns nicht. Schon gut. Allerdings ist es so, was das Niveau von Geldbußen anbelangt, da sind wir in manchen Bereichen, das merken Sie ja, denke ich, auch selber, bewegen wir uns europäisch betrachtet eher auf einem niedrigen Niveau. Das ist richtig. Andreas, du hattest eine Frage? Ja, genau. Welche Möglichkeiten gibt es denn, die Kabotage zu überprüfen? Nur anhand der Mautdaten oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Also über die Mautdaten gar nicht, weil Mautdaten unterliegen einem ganz strengen Datenschutz. Das ist gesetzlich so geregelt und dürfen nur für Mautzwecke genutzt werden. Also nur für die Abrechnung der Maut und für Mautkontrollen. Also an die Daten kommen unsere Straßenkontrolleure nicht heran. Die werden auch nicht für andere Sachen herausgegeben. Also die Staatsanwaltschaft hat das schon mal versucht im Rahmen von Mordermittlungen. Sie sind nicht rausgegeben worden. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber die gesetzliche Regelung ist so und sie wird auch beachtet. Das wäre also das. Ansonsten geht es eben zurzeit über die Papiere und über Kontrollen beim Auftraggeber natürlich noch. Also wenn man den Eindruck hat, der wird ständig von einem bestimmten Auftraggeber in Deutschland eingesetzt, dann besteht die Möglichkeit, dass wir da eine Betriebskontrolle durchführen und dann eben sehen, was ist da sonst noch gemacht worden. Und das wird auch gemacht. Aber Herr Kregler, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wird ja eigentlich nur die Ware kontrolliert. Wie sieht das denn aus? Weil wenn man auf der Autobahn fährt, man sieht ja LKWs, die haben Kabelbinder an den Kennzeichen. Werden solche Fahrzeuge denn intensiver kontrolliert in Bezug auf Fahrgestellnummer und sowas? Weil ich bekomme es oft genug mit, dass man sieht, dass Kennzeichen schnell ausgetauscht werden. Dafür sind ja die Kabelbinder da. Und ich möchte dafür wetten, dass diese Auflieger, die Fahrzeugdaten nicht identisch sind mit den Papieren, die der Fahrer bei hat, weil die Fahrzeuge immer gewechselt werden. Schwerpunktmäßig von solchen Sachen, wo ich das schon erlebt habe, ist Wildeshausen. Da kann man fast täglich stehen und gucken, wie da die Fahrzeuge und Kennzeichen getauscht werden. Das ist jetzt meine Frage, was wird denn da kontrolliert? Nur die Frachtpapiere oder wird auch das Fahrzeug kontrolliert? Also das ist unterschiedlich, aber grundsätzlich oder wir unterscheiden zum Beispiel zwischen Komplettkontrollen und Sonderkontrollen, wo wir eben nur bestimmte Vorschriften kontrollieren. Zum Beispiel mal einen Schwerpunkt im Gefahrgutrecht oder im Abfallrecht oder jetzt Kabotage und Wochenruhezeit. Das ist das eine. Daneben führen wir aber in der Hauptsache Komplettkontrollen durch. Und da geht es eben auch um Abmessungen, um Gewichte, aber auch um den technischen Zustand. Wobei es eben beim technischen Zustand so ist, dass wenn es über abgefahrene Reifen und Beleuchtung hinausgeht, oh, Beleuchtung habe ich jetzt ein schlechtes Stichwort geliefert, wenn es um solche... Hat gar keiner gehört. Es geht um funktionierende Beleuchtung dabei. Ja, das macht jeder. Wenn es dann eben um den technischen Zustand geht, dafür haben wir Experten, die technische Unterwegskontrolle durchführen. Das macht also nicht jeder. Aber das Beispiel mit dem Kennzeichen, das wäre etwas, was jeder Kontrolleur aufgreifen kann und soll. Ja, aber das ist ja auch, also was ich jetzt schon gesehen habe, wird das ja gar nicht kontrolliert. Deswegen meine Frage, werden diese Fahrzeugdaten denn auch überprüft, dass dieser Fahrzeugschein identisch ist mit dem Auflieger? Das war ja meine Frage. Das gehört grundsätzlich mit zur Kontrolle dazu. Na, ich glaube, also, die gucken auch durchaus danach, nicht nur beim Auflieger, sondern auch bei der Zugmaschine. Gehört dieser Abgleich mit dazu. Okay, der Herr. Ja, und jetzt mal. Der Herr Grenzer. Der Herr Grenzer. Das ist eine lebhafte
Diskussion ist. Genau. Ich komme nochmal auf das Thema Mindestlohn zurück, auf die Kontrolle. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn der Fahrer jetzt wirklich keinerlei Papiere dabei hat, kann auch vor Ort nichts geahndet werden. Und das übernimmt dann der Zoll und der kümmert sich dann im Nachgang, ob er die Unterlagen dann nachgereicht bekommt. Oder also eine Ahndung vor Ort ist quasi dann nicht möglich. Hast du das richtig verstanden? Also zunächst mal muss ich sagen, der Mindestlohn wird ausschließlich vom Zoll kontrolliert. Da sind wir außen vor. Wenn wir einen Verdacht haben, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann informieren wir den Zoll und versuchen eben, dass der auch dazukommt oder melden den Fall dann eben weiter. Wie der Zoll dann letztendlich vor Ort agiert, das muss der anhand seiner Vorschriften mit sich ausmachen. Jetzt kam gerade noch mal eine Zuschauerfrage. Die hatten wir zwar schon, aber sie beschäftigt unsere Zuschauer da draußen im Land und sie beschäftigt auch mich. Warum wurde bei einer Schwerpunktkontrolle, wo es ja wirklich darum ging, dem BMVI dem Wunsch nachzukommen, zu zeigen, das BAG hat das im Griff. Wir zeigen jetzt mal, wir können kontrollieren und wir decken auch mal alles auf zum Thema Kabotage. Trotzdem 50% deutsche Fahrer oder deutsche Lkw kontrolliert. Weil im Endergebnis, und ich verfolge das ja in der Presse, heißt es, es gibt bei null festgestellten Verstöße gegen die Kabotage kein Problem. Und das widerspricht einfach... Nein. Wie bitte? Ein. Nein, einer. Doch. Ein von vier. Einer, genau. Einer. Ein EU-Gesamt. Was auch immer das heißen mag. Einen. So. Das ist aus aber Bulgarien in dem Fall. Wie bitte? Aus Bulgarien in dem Fall. Bulgarien. Der hat also gegen die Kabotageregeln verstoßen. So. Aber dennoch die Frage, hätte man nicht einfach sagen können, wir ziehen ganz bewusst wirklich nur ausländische Fahrzeuge raus oder darf man das dann auch nicht wegen Diskriminierungsgefahr? Also in der Tat müssen Kontrollen auch nicht diskriminierend sein. Das ist der eine Gesichtspunkt. Und der zweite ist, dass wir bei der Kontrolle uns eben auch etwas nach dem Zoll gerichtet haben. Und insofern diese beiden Gründe haben dazu geführt, dass wir ungefähr zur Hälfte auch oder knapp zur Hälfte deutsche Fahrzeuge geprüft haben. Okay, Andreas, du hattest eine Frage? Ja, und zwar, wenn jetzt osteuropäische Mitbewerber hier eine Niederlassung haben, sei es nur eine Büroniederlassung und so weiter, dürfen die ja aus ihrem Heimatland Fahrzeuge ja sozusagen anmieten mit Fahrer. Die dürften ja hier, glaube ich, bis zu einem Jahr dürfen die hier fahren. Denen ist dann auch so nicht beizukommen, oder? Ja, prinzipiell ja. Wenn Sie müssen natürlich hier auch eine Lizenz haben. Die muss Ihnen hier erteilt werden. Und dann ist das in der Tat ein möglicher Weg. Das ist eben wobei man auch sagen muss, also wenn da insgesamt sauber gearbeitet wird, wenn die nur ein Büro hier haben, wo vielleicht auch nicht allzu viel passiert, dann dürften die normalerweise keine Lizenz bekommen. Weil die EU-Vorschriften sehen vor, dass auch tatsächlich eine Niederlassung vorhanden sein muss, an der was passiert. Also von der aus die Fahrer disponiert werden, Fahrer und Fahrzeuge natürlich, wo Unterlagen zur Prüfung vorgehalten werden. Der Geschäftsführer muss sich da zumindest auch mal zuweilen aufhalten. Also das alles muss vorhanden sein. Und, naja, das ist... Ja. Da hat man manchmal den Eindruck, dass das bei der Erteilung auch nicht immer so genau hingeguckt wird. Wer soll das denn kontrollieren jetzt? Ja, das kann ja auch wieder nur das Gewerbeamt. Genau. Doch, das müssen die Länderbehörden machen, die Lizenz erteilen. Gut, aber wenn die keinen Verdacht haben. Aufgaben.
Wenn die keinen manchmal kann ich doch an der Adresse schon sehen, ob das nicht unter Umständen... Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber die machen das doch auf Termin, es sei denn, es besteht dringender Verdacht. Ja gut, aber man kann auch anders arbeiten. Es gibt auch, es gibt auch Erteilungsbehörden, die da anders arbeiten, bei denen das also im Zweifelsfalle sehr genau geprüft wird. Und man erlebt da alles Mögliche. Wir haben das erlebt, da war die Adresse, war die Anschrift eines Rechtsanwaltes. Daher kann es ja aber auch nicht richtig sein, dass es jetzt einen Betrieb gibt, der hier wirklich Disponenten sitzen hat und so weiter und dann tatsächlich ein Jahr unter dem Radar unterwegs sein kann mit ukrainischen oder lettischen Fahrern auf dem LKW. Das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Das ist ja irgendwo ein Schlupfloch, was ganz klar Wettbewerbsverzerrung ist und ja, uns deutschen Spediteuren dann irgendwo das Leben schwer macht. Aber das ist eine Entscheidung gewesen, die in Deutschland, also das ist nicht mal eine EU-Entscheidung, das könnte durchaus anders gestaltet werden. Der Spielraum ist hier vorhanden. Aber man hat eben mit der Abschärfung der Kontingentierung der Fernverkehrsgenehmigungen damals entschieden, vor 20 Jahren, glaube ich, war das ungefähr, dass man das mit den Mieten völlig freistellt und hat da eben keine Beschränkungen. Aber das entwickelt sich jetzt zum Bumerang, wenn man das genauso nimmt. Also das ist schon länger ein Bumerang, aber... Jetzt kommt es. Wer war jetzt noch dran? Wer hat noch eine Frage von euch? Wer zuerst? Mir ist egal. Ich hab nur eine Frage. Ja. Und zwar ist jetzt von dem Thema ein bisschen weg, was jetzt die sogenannten, ich sage es jetzt einfach mal, Polensprinter oder sowas angeht. Wie werden die denn kontrolliert, was jetzt die Lügen, die Tageskontrollblätter angeht, die sogenannten Lügenzettel? Das kann ja dann von der BRG, denke ich mal, auch nicht kontrolliert werden. Und auch was da das Thema Wochenruhezeit angeht, weil da ja sehr viele unterwegs sind, die noch nicht mal eine Schlafkabine haben und dann tatsächlich auf der Sitzbank schlafen und das dann auch teilweise wochenlang. Also das sind... Jetzt zwei Punkte. Das eine ist die Nachweise, ob die stimmen, können wir natürlich nicht überprüfen. Das ist nicht möglich. Zumal die ja, wenn sie vorher im Ausland waren, dann sogar ja nachträglich ausgefüllt werden dürfen, weil sie ja in den meisten Herkunftsländern keine Arbeitszeitnachweise benötigen. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass im Zuge des Mobility Package da die Grenze heruntergesetzt wird. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt auch in der zweiten Lesung auch weiterhin in den Vorschriften drin bleibt, weil ansonsten ist das so gut wie unkontrollierbar. Und im Endeffekt ist es eben so, jeder lernt ja schnell, wenn es ans Portemonnaie geht, nur bestimmte Dinge, dass man keine Nachweise hat oder nur für den aktuellen Tag, die passieren dem Fahrer einmal. Und beim nächsten Mal hat er alles beisammen. Ja, also wir müssen langsam in die Schlussrunde. Ja, vielleicht nur eben zur Ruhezeit, wenn die keine Fahrerkabine haben, dann ist das allerdings auch ein Verstoß. Und den würden wir auch aufgreifen. Gut. Zum Thema Mobilitätspaket. Es ist tatsächlich so, der Ministerrat, der Verkehrsministerrat hat dem schon zugestimmt. Jetzt warten Sie alle auf das Plenum des Parlaments. Das ist wieder eine Großveranstaltung. Die soll im Juni, Juli stattfinden. Aber im Moment gibt es doch erheblichen Druck seitens der osteuropäischen Lobbyverbände auf ihre Parlamentarier, auch bedingt durch die Corona-Krise. Das ist also noch nicht hundertprozentig durch. Das ist die eine Sache. Aber Herr Krekeler, ich muss jetzt zum Abschluss dieser Fragerunde nochmal auf mein Thema zurück, der Kontrolle der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit. Sie wissen, was kommt. In Duisburg stehen seit
seit Jahren immer wieder dieselben Fahrer am Wochenende. Und am Tag der Kontrolle oder am Vortag der Kontrolle waren da auch wieder gut 100 Lkw. Und als das BAG mit der Kontrolle begonnen hat, waren die weg. Warum schafft man es nicht, dann an einem Sonntagabend diese Kontrolle dann da zu machen, wenn man weiß, da sind sie, da kann man ihnen habhaft werden? Wir sind in Duisburg, haben wir verschiedene Dinge jetzt auch schon abgesprochen mit den Behörden vor Ort, mit dem Zoll. Und wir sind nicht das letzte Mal jetzt in Duisburg gewesen. Wir sind auch dabei, jetzt zu gucken, inwieweit man auch auf Plätzen, die nicht öffentlich sind, kontrollieren darf. Das ist auch immer wieder ein Punkt, der übersehen wird. Wir haben nicht die Befugnis wir dürfen letztendlich nur auf öffentlichen Straßen und Plätzen kontrollieren und nicht gegen den Willen bei Privatpersonen, also im privaten Bereich auf Grundstücken, die nicht öffentlich sind. Da sind wir aber im Moment auch dabei zu gucken, inwieweit die Möglichkeiten bestehen. Wie gesagt, in Duisburg waren wir nicht das letzte Mal. Das ist doch gut. Dann beim nächsten Mal wäre ich gerne wieder mit dabei. Ja, ich habe aber noch mal eine Frage dazu, Jan, weil ich hatte in deinem Blog gelesen, in Mannheim und München waren die Kontrollen morgens um 5 Uhr. Und ich sage mal, Schwerpunkt Lockport in Duisburg fängt man um 7:30 an, wo jeder weiß, da sind sie ja schon alle wieder weg. Also das macht mich jetzt so ein bisschen stutzig. Ne? Warum fängt man da 2,5 Stunden später an? Entweder macht man das gebündelt, alle schlagartig 5 Uhr, oder ne, man lässt das. Das ist für mich jetzt schon wieder unbegreiflich. Ich habe so jetzt das Gefühl, dass da irgendwie wieder was vertuscht wird. Also, nein. Das hat einfach den Grund gehabt, wir waren ja mit 3 Beteiligten am Start und das war dann der gemeinsam festgelegte Zeitpunkt. Aber ich nehme das mal. Also ich persönlich war auch nicht erfreut über den Beginn um 7 Uhr. Das war uns oder war mir auch klar, dass der Zeitpunkt nicht optimal war. Deshalb, Sie sehen, an den anderen Punkten haben wir auch um 5 Uhr angefangen. Tendenziell werden wir jetzt auch, wo die Tage wieder länger werden, solche Aktionen auch eher noch früher anfangen. Nun muss man eben aber auch sehen, je nachdem, wo wir je nachdem, wo wir kontrollieren, müssen wir auch die Leute erst vorher noch in Hotels übernachten lassen, weil sie eine weitere Anreise haben. Und da sind wir im Moment auch einfach eingeschränkt. Weil es keine gibt, das ist tatsächlich wahr. Ja. Gut, Jürgen, die allerletzte kurze Frage. Ich habe gar keine Frage. Herr Krekele, ich erkenne durchaus an, was Sie kontrollieren wollen, aber ich sehe natürlich auch die Knüppel, die Ihnen zwischen die Beine geworfen werden. Was halten Sie denn ganz kurz noch? Digitaler Frachtbrief in Verbindung mit einer Karte, die nur auf die Zugmaschine bezogen ist. Das heißt, der LED muss die Karte vorlegen, ähnlich wie die Schweizer LSVA. Und den digitalen Frachtbrief. Und dann sieht man sofort im System, der hat schon 3 Touren gefahren. System leuchtet rot, eine Feuerwerksrakete explodiert, keine Ahnung. Und die Ladung wird verweigert. Mhm. Also, da bräuchten Sie gar nicht mehr kontrollieren. Da hätten Sie Zeit für was anderes mit Ihren 200. Ja. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also wir sind ein großer Anhänger des digitalen Frachtbriefes. Wenn er dann eben auch, sagen wir mal, relativ sicher ist, was Manipulationen anbelangt. Im Übrigen auch, dass der digitale Tachograph eben zukünftig auch noch weitere Daten aufzeichnet, wie Grenzübertritte und Ähnliches, sodass man dann im Hinblick auf Kabotage auch deutlich verbesserte Kontrollmöglichkeiten hat. Super. Christina, ja. deine Schlussrunde. Jetzt schlägt meine Stunde, genau. Ja, vielen Dank für die lebhafte Diskussion. Ich habe mitgeschrieben und fasse jetzt mal zusammen.
Ja, das BAG hat bundesweit 200 Kontrolleure. Das ist jetzt nicht so üppig. Um ein Drittel ist die Vergrößerung eingestellt. Es dauert ein bisschen, bis die Leute aus ihren bestehenden Arbeitsverträgen rauskommen, bis sie geschult sind und so weiter. Das BAG hat im Unterschied zur Polizei ist ausschließlich Kontrolle, während die Polizei noch andere Aufgaben hat. Das einfach auch nochmal vor dem Hintergrund. Wenn kontrolliert wird, dann wird gründlich kontrolliert, alles Mögliche. Moment, jetzt schaue ich mal. Wir nehmen einfach mal dieses Beispiel vom Montag in Duisburg. Die große Frage war, warum fängt es um 7 Uhr bzw. 7.30 Uhr an und nicht wie in München um 4:30 Uhr? Da war eben der Zoll und die Polizei auch mit beteiligt und da hat man sich eben dran gerichtet. Das Problem ist, die Kontrolleure sollen selber nicht mehr als 2 Stunden Fahrzeit haben, weil dann kommt ja auch der Kontrollalltag, der auch sehr anspruchsvoll ist. Sonst hat man die Kontrolleure in Hotels unterbringen können. Die Hotels, wir erinnern uns, wir haben Corona, sind geschlossen. Da muss man sich nach der Decke strecken. Es ist überhaupt so, dass Corona auch ziemlich auf alles schlägt, auf das System an sich, das heißt auch auf den BAG. Insofern war das auch erstmal, so habe ich das verstanden, erstmal, man läuft erstmal los und schaut mal jetzt wieder, weil ab März waren Schwerpunktkontrollen so eigentlich auch gar nicht möglich aus Gesundheitsrisiken. Man kann nicht in die Fahrerkabine rein, die Fahrer können auch nicht ins Büro rein. Also das ist natürlich schwierig, da haben wir dann einfach eine Lücke. Es ist natürlich auch Gesundheitsschutz für den Fahrer. Ja. Genau. Also den Fahrer als auch, also für alle Menschen. Ne? Das Gesundheitsschutz ist immer nicht nur für einen, sondern das ist immer für alle. Das sei mal dahin. Dieser Lockport, wo man dann sagt, na, das war jetzt mal aber knapp daneben, das ist eben dem auch dann geschuldet, dass es eben mehrere Interessen auch gab. Dann war die Frage, warum 50% Deutsche und 50% ausländische Fahrer. Bei den Deutschen kann man ja gar keine Kabotage kontrollieren, aber man kann eben anderes auch kontrollieren, wie zum Beispiel Lenk- und Ruhezeiten. Genau. Und es darf halt auch nicht diskriminierend sein. Also man kann nicht sagen, alle Ausländer jetzt raus. Das ist also kontra EU. Man sieht dann doch, dass EU einfach Deutschland auch sehr wichtig ist. Das ist ja auch nicht so schlecht. Es gibt halt Schlupflöcher, da kann man sagen, was man will. Es wird, wenn jemand erwischt wird, wird eine Kaution einbehalten in Höhe des zu erwartenden Bußgelds. Es ist in Deutschland immer noch eine Ordnungswidrigkeit. Eine versuchte Ordnungswidrigkeit ist noch keine Ordnungswidrigkeit. Insofern kann man da fast nichts machen. In Belgien und in Frankreich ist das anders. Da ist es eine Straftat. Da heißt es entweder Geld und Papiere und man kann weiterfahren oder man bleibt stehen. Punkt. So ist das. Aber das sind einfach, das sind andere, ja, das sind eben Strafrecht. Die Fahrerkarte auslesen, eine Erklärung. Es darf kein Nachweis verlangt werden. Das ist das Problem. Also da haben wir in Deutschland einfach andere, für die Übernachtung, da haben wir in Deutschland einfach andere Regeln. Genau. Also ein anderes Niveau, also ein sehr niedriges Niveau, Kontrollniveau in Europa, für europäische Verhältnisse. Gut. Dann haben wir gesagt, die Mautdaten ist auch interessant. Also ich habe jetzt in jeder Sendung was von den Mautdaten gehört und wer nicht alles darum kämpft, an die Mautdaten zu kommen. Das klingt recht ambitioniert. Ich habe jetzt aber verstanden, dass nicht einmal die Staatsanwalt die Mautdaten bekommt, weil die einfach zweckgebunden sind für Mautkontrollen und Abrechnungen. Tja, also Datenschutz ist einfach immer dann interessant, wenn es einen selber geht. Angeht. Dann war die Frage, wenn Kennzeichen einfach irgendwie mit Gummiband oder mit Kabelbinder festgemacht ist, wird denn das am Fahrzeug überhaupt nicht kontrolliert? Und den Frachtpapiere, ja, schon, es wird immer das gesamte Fahrzeug kontrolliert. Dann gab es natürlich auch die Meldungen, wie das ist mit den
mit denen, die einfach eine Dependance hier aufmachen und nur osteuropäische Fahrer beschäftigen, wie die an die Lizenz kommen. Ja, da sind eben die Länder gefragt, die müssen das kontrollieren, weil sie sind diejenigen, die diese Lizenzen erteilen. Auch hier gibt es einfach Schlupflöcher. Man wollte auch hier großzügig sein und der Bumerang ist zurückgekommen. Es war auch die Frage, wie die sogenannten Polensprinter, ist ein hässliches Wort, aber wie werden die denn kontrolliert? Die haben ja kaum Papiere und schlafen auf der Rücksitzbank. Es ist so, dass die keine Fahrerkabine zu haben und drin schlafen zu müssen, ist schon ein Verstoß. Also da kann man schon wieder rein. Genau, warum war die Kontrolle in Duisburg nicht an einem Sonntagabend? Ja, nochmal hier, das war ein Wunsch auch des Zolls, nachdem man sich darauf geeinigt hat, aber das Versprechen vom BAG, wir kommen wieder. Es darf nur der öffentliche Raum kontrolliert werden, das ist eben diese Sache. Also wir sind sehr, sehr genau, was Datenschutz, was Rechtsvorschriften und so angeht. Ich glaube, die Kontrollen sind auch sehr gründlich. Das heißt, man braucht aber auch den Ort, um seine ganze Mannschaft aufzustellen. Man muss die Leute herbringen. Das ist alles eine größere Sache, wenn man es richtig macht. Es ist natürlich einfacher, wenn ich eine harte Maßnahme, also ein scharfes Schwert habe, wo ich sage, entweder Kohle raus, Papier raus oder du bleibst stehen. Das ist halt so. Ja, das Ganze nennt sich Zivilisation, mehr oder weniger. Okay, vielen Dank. Ich danke euch sehr für die lebhafte Diskussion. Ich bitte zur Schlussrunde, was nehmt ihr mit? Was lasst ihr da oder möchtet ihr noch gerne was sagen? Ich frage mal zuerst den Olaf. Ja, was nehme ich von der Runde mit? Also ich wünsche mir jetzt eigentlich, dass noch die Kontrollen noch weiter angezogen werden und auch härter bestraft werden. Also das, was momentan bei uns abgeht, ist für mich keine Bestrafung, sage ich mal ganz ehrlich. Ne? Und das wünsche ich mir eigentlich, dass da mal härter durchgegriffen wird. Okay, danke schön. Andreas? Naja, für mich hat sich jetzt ergeben, dass sich eigentlich die ganzen großen europäischen Logistikverbände und Kontrollbehörden eigentlich mal zusammenschließen sollen, um einheitliche Regeln zu schaffen, um diesen ganzen Flickenteppich in Europa mal abzuschaffen. Stichwort Mobilitätspaket. Ja, aber das können nicht die Verbände machen, das muss halt tatsächlich die EU. Die EU zumindest könnten die Verbände das erarbeiten und es dann der EU nahe tragen, ja. Du glaubst gar nicht, was die Verbände schon alles nahe getragen haben. Deswegen dauert das ja auch so lange mit dem Mobilitätspaket. Okay, Jürgen. Ja, also ich sehe das so, ohne digitalen Frachtbrief geht überhaupt nichts bei Kontrollen und Kabotage. Das ist nicht zu kontrollieren, auch nicht mit 300 Beamten auf ca. 100.000 Straßenkilometer. Mhm. Und ansonsten, keiner hat gehustet, die Sendung war virusfrei. Doch, der Herr Kregler hat einmal gehustet. Ja. Was sagt ihr, wenn ihr nachher alle auf eurem Rechner habt? Nur noch 199 Beamte. Oh. Ich zähle nicht. Markus Grenzer. Ja, ich finde es traurig, wie viele Schlupflöcher es doch irgendwo in der Tat gibt und wie zahnlos da der BAG irgendwo unterwegs ist. Wo wir als deutsche Spediteure oder westeuropäische Spediteure sauber und anständig arbeiten, die Fahrer ins Hotel schicken am Wochenende, Mehrkosten dadurch haben und so weiter. Wir in Frankreich angehalten werden, ohne die Papiere, da gleich 4.000 Euro bezahlen. Jetzt mal plus, minus. Und hier kommen die Jungs dann ungestraft davon. Das, genau. Wenn jetzt die BAG da wirklich hart durchgreifen könnte und auch gleich vor Ort kassieren könnte, da werden die 100 Mitarbeiter, die geplant sind, dreimal von bezahlt. Also, ja. Definitiv. Das macht mich ziemlich traurig und auch wütend. Aber naja, man kann nur hoffen, dass sich das irgendwie ein bisschen bessert und jetzt da ein bisschen Schwung in die Diskussion kommt und dann auch mit den entsprechenden Ergebnissen hoffentlich. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, aber naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also, wir sind hier dabei, um
das mit zu kommunizieren und transportieren. Vielleicht kommt es ja irgendwo in der Politik auch mal an. Gut, Herr Krekeler, das Schlusswort bitte. Ja, das ist jetzt für mich natürlich etwas schwierig. Aber was ich mir schaffen das. mitnehme, was ich mitnehme, ist eben zum einen der Wunsch, dass Regelungen einheitlich angewandt werden, wenig Schlupflöcher natürlich haben, das ist das eine. Das zweite ist aber, glaube ich, dass wir auch sehr viel mehr noch deutlich machen müssen, was wir neben dem, was an Defiziten da ist, eben auch positiv im Sinne von Kontrollen läuft. Und wir haben auch durchaus in bestimmten Bereichen Geldbußen, die in Einzelfällen in fünfstelligen Bereich gehen, wenn es um Manipulation an Fahrtenschreiber zum Beispiel geht. Mhm. Aber auch im Bereich der Wochenruhezeit gibt es schon doch auch sehr hohe Geldbußen. Vielleicht müssen wir da auch noch mehr dran arbeiten, dass solche Fälle auch bekannt werden. Mhm. Okay. War das Ihr Schlusswort? Sag mal Ihr Schlusswort. Sehr schön, dann bedanken wir uns für diese auch wieder sehr gut kontrovers geführte Diskussion. Terminhinweis, unsere nächste Sendung ist am kommenden Montag und da geht es in der Tat um das Thema, macht es im Moment wirklich Sinn, das zusätzliche Licht an Lkw zu kontrollieren? Es gibt da eine Einheit in Münster, da wo Sie wohnen, Herr Krekeler, die auch während der Krise, man kann schon sagen, ganz gezielt Fahrzeuge rausziehen. Die setzen sich auch ins Fahrzeug, schalten da selbstständig die Beleuchtung an, ohne Rücksicht auf irgendwelche Corona-Fälle. Darüber diskutieren wir am Montag um 17 Uhr. Vielleicht noch den kleinen Hinweis, die Einheit ist nicht vom BAG. Nein, es ist keine BAG, sondern es ist die Schwerlastkontrollgruppe in Münster. Wir haben sie auch im Vorfeld der Diskussion eingeladen. Wir haben das Innenministerium angefragt. Man hält an der Strategie fest, obwohl der Herr Bilger noch letzte Woche sagte, muss das denn jetzt gerade sein? Es ist ein Fall passiert, ein Fahrer hat entnervt das Auto stehen gelassen mit beladener Fracht. Das passt alles nicht zusammen und darüber diskutieren wir am Montag. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende ab übermorgen. Stimmt. Wenn wir morgen nicht senden, heißt ja nicht, dass morgen noch ein Werktag ist. Das ist richtig. Und Herr Krekeler, ich nehme Sie beim Wort. Duisburg ist in Ihrem Visier. Sie gucken da demnächst ganz genau hin. Und vielen Dank, kommt gut nach Hause. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Und wir gehen jetzt langsam raus und bedanken uns noch einmal beim ETM-Verlag, dass die das möglich gemacht haben. Und bei Mercedes-Benz Trucks fürs freundliche Sponsoring. Ciao. Ciao. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao.